Hallo und willkommen zurück bei Das Testament des Sherlock Holmes. Wir sind hier immer noch mit Sherlock und Watson in Farleys Büro. Diesem komischen Schreiberling, der ja so anscheinend einiges über uns weiß und einiges auch irgendwie in die komischen Nachrichten da reinschreibt. Wie viel davon jetzt wahr ist, wissen wir halt nicht. Aber irgendwie scheint ja dann doch immer irgendwie ein bisschen was Wahres dran zu sein. Ich glaube, wir hatten uns hier schon so weit umgesehen. Ich gucke halt noch, ob noch irgendwo was explizit zu da auftaucht, wenn wir dran rumgehen. Aber ich denke mal. Wir müssen unsere Deduktionsaufzeichnungen vervollständigen, Holmes. Genau, das müssen wir machen, Watson, aber erst nochmal hier gucken, ob wir nicht tatsächlich noch was übersehen haben. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Okay, dann auf zu unserem komischen Deduktionsboard. Wo ist es da? Büro des Journalisten. Okay, also wir hatten hier den Aschenbecher. Im Aschenbecher befindet sich eine Zigarre und Asche. Der Besucher rauchte eine Zigarre, ja. Nee, da war ja nur die Zigarre drin. Liegt hier schon eine ganze Weile. Nee, die war ja noch irgendwie am Brennen. Saß gegenüber dem Journalisten, ließ die Zigarre brennen, um das Verfehlen zu überdecken. Glaube ich ja auch nicht. Mag der Journalist mag Geruch von Zigarren. Ja, das kann ich halt nicht wissen. Kann ja sein, dass er den Geruch mag, aber ich denke mal nicht, dass der einfach dann so eine Zigarre anzündet, nur um den Geruch zu haben. Ja, entweder das oder halt das. Also, ich denke mal, dass da ist auf jeden Fall, dass das. Ja, das Normalste. So, was haben wir hier? Der Journalist ließ das Buch zufällig hier fallen. Der Journalist wollte dieses Buch seinem Besucher geben. Glaube ich nicht, dann hätte er es ja nicht fallen lassen. Wollte auf dieses Buch aufmerksam machen. Ja, aber warum liegt es dann auf dem Boden? Das wäre ja dann eigentlich im Schrank dann stehen geblieben. Dieses Buch stammt nicht aus dem Bücherschrank. Wäre möglich, aber warum liegt es auf dem Boden? Der Journalist brauchte Informationen aus dem Buch. Dem Journalist fiel das Buch unbeabsichtigt aus dem Schrank. Der Journalist versteckte ein belastendes Foto in diesem Buch. Dann hätten wir es ja gefunden. Also deswegen, ich denke mal, das ist unbeabsichtigt aus dem Schrank gefallen. Also ich denke mal nicht, dass er irgendwelche Informationen aus dem Buch brauchte, weil wieso liegt es dann auf dem Boden? Dann hätte er es eventuell auf dem Schreibtisch, ja, auf dem Schreibtisch hingelegt. Wie gesagt, stammt nicht aus dem Bücherschrank. Warum liegt es dann beim Bücherschrank auf dem Boden? Und versteckte belastende Fotos, dann hätten wir es ja beim Finden eigentlich auch das Foto gefunden, beziehungsweise es lag ja sowieso mehr oder weniger offen, halt nur mit dem Buchrücken nach oben. Und ja, geben, dann wäre es auch sehr wahrscheinlich auf dem Tisch gelandet, aufmerksam machen, dann hätte er einfach nur drauf zeigen müssen, da im Schrank steht's. Deswegen nehme ich mal an, hier unbeabsichtigt aus dem Schrank gefallen. Okay. Hier mit dem Sitz. Der Journalist saß auf seinem Stuhl. Der Journalist stieß an den Stuhl, als er durch das Zimmer eilte. Der Besucher saß auf diesem Stuhl. Nee, der saß ja auf dem anderen. Der Journalist verrückte den Stuhl, um etwas darunter hervorzuholen. Was keinen Sinn macht, glaube ich. Der Journalist stieß an den Stuhl, als er die Türklingel hörte. Nee.
der neue Journalist verrückte den Stuhl, um sich zu schützen. Da wäre halt die Frage, vor was? Also ich denke mal, der Journalist saß auf seinem ganz normalen Stuhl. Aber dann wäre ja der Stuhl nicht verrückt. Also verschoben. Wenn der auf seinem Stuhl saß. Also gucken wir nochmal hier hin. Im Prinzip, das ist ja der Stuhl von dem Journalisten. Da saß dann der Gast. Also haben die sich gegenüber gesessen. Ja. Ich würde zwar dann eher sagen, dass hier der Gast den verrückt hätte, aber saß auf diesem Stuhl. Aber da haben wir halt keine Möglichkeit. Sucher saß auf diesem Stuhl, verrückte den Stuhl, mit das runter hervorzuholen. Also das könnte ich mir halt auch noch vorstellen. Der Journalist stieß an den Stuhl, als er die Türklingel hörte. Jetzt weiß ich gar nicht, hatten wir geklingelt? Wir sind eigentlich nur reingegangen, oder? Puh. Ja, um zu schützen halt auch nicht. Also entweder ja, zwei. Wobei ich halt nicht wüsste, warum er durchs Zimmer eilen musste, wenn er an dem Platz gesessen hat. Also an seinem Platz gesessen hat. Was hervorzuholen, da wäre natürlich die Frage, was lag unter dem Stuhl? Oder halt hier stieß an den Stuhl, als die Türklingel hörte. Wir gehen mal einfach davon aus, er hat da was hervorgeholt. Weil irgendwie alles andere macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Das Blatt ist nicht komplett verbrannt. Der Journalist wollte dieses Blatt loswerden. Ja, sonst hätte er es ja nicht da reingeworfen. Warf dieses Blatt aus Versehen ins Feuer. Das glaube ich weniger. Hat nichts mit dem Journalisten zu tun. Wäre möglich, aber warum wäre es dann in seinem Büro? Der Journalist warf dieses Blatt absichtlich ins Feuer. Ja, siehe eins. Der Journalist wollte im Kamin ein Feuer entfachen. Nee, dafür hätte er ein bisschen mehr Papier und auch ein bisschen mehr Holz gebraucht. Der Journalist warf dieses Blatt ins Feuer, ohne sicherzugehen, dass es komplett verbrennt. Ja, super. Das ist natürlich hier irgendwie sowas, wo ich sagen würde, ja, 1, 4 und 6 würde ja passen. Also der hat es ins Feuer geworfen, auf jeden Fall. Ob er jetzt da sicher geht, ob es verbrennt, keine Ahnung. Ich denke mal nicht, er hat es halt einfach reingeworfen. Nur, dann gehe ich halt davon aus, dass es absichtlich ins Feuer geworfen hat, um das Blatt loszuwerden. Ja, absichtlich, zack. So, was haben wir noch? Der Journalist sah sich ein Dokument im Aktenschrank an. Der Journalist schaute aus dem Fenster und sah Holmes. Der Journalist stand mit dem Rücken zum Fenster. Schaute nicht aus dem Fenster. Ja, woher soll ich denn das jetzt wissen, ob der nicht aus dem Fenster geguckt hat? Der Journalist wollte dafür sorgen, dass mehr Licht ins Zimmer fällt. Hä? Der Journalist wartete vor dem Fenster auf eine Droschke. Der Journalist nahm eine Akte aus dem Schrank. Nee. So, dann hätten wir ja eine Akte auch auf seinem Tisch gefunden, aber das haben wir ja nicht. Ja, aber aus dem Fenster schaute, keine Ahnung. Höchstens irgendwie so am Rande bemerkt, dass er halt wirklich da am Aktenschrank am Rumwühlen war. Und ja, durch peripheres Sehen hat er dann Holmes und Watson an der Tür gesehen. Kann natürlich sein, aber ja, warum musste er dann unbedingt an einem Aktenschrank sein? Stand mit dem Rücken zum Fenster. Nee, das glaube ich dann halt nicht, weil der Aktenschrank ja hier eigentlich so steht, dass man, wenn man hier vorne kniet oder steht und eine Akte raussucht,
eigentlich immer zum Fenster halt rausguckt. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass halt er hier so davor stand und irgendwie da am Rumholen war. Schaute nicht aus dem Fenster. Er hat keine Ahnung. Wollte dafür sorgen, dass mir Licht ins Zimmer fällt. Nee, dann wäre er ja zum Fenster gegangen und nicht zum Aktenschrank. Wartete vor dem Fenster auf eine Droschke. Könnte natürlich sein, er musste ja da verschwinden. Er hatte ja noch einen Termin. Och, ja, da haben wir Akte aus dem Schrank. Nee, das haben wir ja abgehakt. Also das können wir streichen. 4 können wir streichen. 3... weiß ich halt nicht. Nee, es sollte eigentlich drin bleiben, aber 2 können wir streichen. Insofern könnten wir 1, 3 und 5. Wäre möglich. Wobei ich jetzt einfach mal sage, so, der schaute aus dem Fenster und sah Holmes. Ja, nein. Fahrdienstaktion direkt von der Ankunft. Ja. Ja, keine Ahnung. Dann nehmen wir mal hier, raucht eine Zigarre und saß gegenüber. Ah, okay. Also wenn das richtig ist, geht dann hier mit den... Ach nee, jetzt haben wir hier ein... Ah. Okay, jetzt haben wir hier noch irgendwie so einen Zettel. Wobei ich jetzt aber nicht weiß, woher der jetzt aufgetaucht ist. 4 und 5. Nachdem er seinen Besucher gewarnt hatte, lief er zu diesem Schrank. Ja. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt erschienen, wo wir das hier hatten. Also sehr wahrscheinlich durch diese Verknüpfung hier. So, was hatten wir denn hier? Hier hatten wir Verrückte, um davor was hervorzuholen. Also das scheint dann nicht zu stimmen. Dann machen wir mal hier 5. Nee, eigentlich dann auch nicht. Oder hat sich da was geändert? Moment, ich... Auf jeden Fall kamen da irgendwelche Striche dazu. Oder haben wir hier jetzt irgendwie was falsch? Schaut nicht aus dem Fenster. 4 und 5. Keine Ahnung. Was will mir dieses Ding hier sagen? Also es könnte ja alles sein. Also sah. Schaute nicht. Dann habe ich hier aber komischerweise irgendwelche Linien. Es kommt jetzt hier auch nichts Neues irgendwie dabei. Aber nochmal hier so. Er sah Sherlock Holmes. Nachdem er seinen Besucher gewarnt hatte, lief er zu diesem Schrank. Raucht und saß gegenüber dem Journalisten. Okay, also scheint wirklich das mit Sherlock, dass er den gesehen hat, wohl irgendwie zu stimmen. Weil sonst braucht er ihn ja nicht zu warnen. Lief er zu dem... Wer lief zu dem Schrank? Der Journalist oder der Besucher? Weil wenn der Journalist da hingelaufen ist, dann würde das ja passen.
So. Mit dem Buch. Das stimmt. Okay. Ja, dann stimmt das hier nicht. Was ist, wenn wir jetzt hier? Was wollten wir hier? Plattlos werden. Was hatten wir denn da jetzt gehabt? Verdammt. Vier. Warf dieses Blatt absichtlich ins Feuer. Okay, dann warf er halt das Blatt ins Feuer, ohne sicher zu gehen, dass es verbrennt. Naja. Okay. Das heißt, das ist auch richtig. Oh, hier haben wir noch eine Tür, oder? Ja, natürlich. Toll. Der Schlüssel befindet sich immer noch von innen im Türschloss. Die Sekretärin steckte den Schlüssel ins Schloss, als sie ging. Nee, die ist ja da rausgerannt und hat ja übersehen, dass wir da an dem Sicherungskasten gefummelt haben. Die hat nicht abgeschlossen. Der Journalist ließ die Tür auf. Nee, eigentlich. Ja doch, er ließ die Tür auf, natürlich. Er ist ja rausgegangen. Der Journalist schloss die Tür und ließ den Schlüssel im Schloss. Wollte sicher gehen, dass die Tür geschlossen ist. Sah unter der Tür einen Schatten. Vergaß die Tür abzusperren. Puh. Schloss die Tür, ließ den Schlüssel im Schloss. Ups. Okay. Farley hat ein Dokument gelesen, während er gegessen hat. Er hat es von seiner Sekretärin erhalten, kurz bevor sie das Farbband ihrer Schreibmaschine gewechselt hat. Die fettigen Fingerabdrücke des Reporters sind überall auf dem Dokument zu sehen. Als er das Dokument wegräumen wollte, hat er aus dem Fenster geschaut und uns auf der Straße gesehen. Er hat den Aktenschrank geschlossen und ist zur Bürotür gerannt, um sie abzuschließen. In der ganzen Eile hat er den Stuhl zur Seite geschoben, aber nicht wieder an seinen Platz zurückgestellt. Exakt. Danach hat er schnell seinen Besucher über unsere Ankunft in Kenntnis gesetzt und ihm den Weg nach draußen gezeigt. Dann hat er ein Stück Papier in den Kamin geworfen. Aber wir wissen immer noch nicht, wie der Zigarrenraucher das Zimmer verlassen konnte. Die Antwort liegt in der Richtung, die der Journalist eingeschlagen hat, Watson. In einem bestimmten Moment stand er an einer Stelle, wo er eigentlich keinen Grund hatte zu stehen. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen und stellen uns dann an die Stelle, wo der Journalist eigentlich nicht hätte sein sollen. Okay. Deduktion. Ja, ich habe gedacht, jetzt könnten wir uns hier hinstellen. So, also der hat da die Akten hatte er gehabt und wollte die einräumen. Er hatte die dann, ja, während er die eingeräumt hat, hat er Sherlock und Watson draußen gesehen. Ist dann hier rüber gelaufen, um was zu machen. Im Prinzip hat er ja dann da gestanden und hat dann seinem Besucher gesagt, ey, der Sherlock kommt. Und dann der Besucher, oh Scheiße, wie komme ich jetzt hier raus? Und dann der Journalist, ja, ich weiß was. Okay, aber er konnte ja eigentlich nicht durch die Tür raus, weil das Ganze hatte ja nur einen Eingang. Und vor dem stand ja jetzt dann Sherlock und Watson. So, das heißt, er ist dann hier schnell rübergelaufen. Und muss eigentlich dann hier am Schrank irgendwo. Ja, nachdem er den Besucher gewarnt hatte, lief er zu diesem Schrank. Ja, muss dann hier irgendwie irgendwas gemacht haben. Wobei dann das Buch rausgefallen ist. Aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Watson, was sagst du Werfen dazu? wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen und stellen uns dann an die Stelle, wo der Journalist eigentlich nicht hätte sein sollen. Ja, aber wie mache ich das?
Er hätte nicht da sein sollen. Da. Ausgezeichnet. Okay. Ah ja, und jetzt haben wir auch hier eine Hand. Okay. Bestätigen. Ja, Watson. In der ganzen Eile ist Farley das Buch heruntergefallen, als er es aus diesem Regal nehmen wollte. Sehen wir uns die Stelle genauer an. Was ist das denn jetzt? In den Schrank wurde ein Mechanismus eingebaut. Damit lässt sich die Geheimtür bestimmt öffnen. Och nö. Wir kennen die Kombination nicht, Holmes. Die Antwort liegt vielleicht in der Frage verborgen, mein lieber Freund. Hä? Was? 4D? 10G? Immer plus 6. Ja, okay, das wären plus 6. Dann wäre hier zum Beispiel 16. Aber Buchstaben? Ist auch dann jeweils plus 6? Also E, F, G, H, I, J. Und dann K, L, M, N, O, P. Q, P. Richtig? Also wenn ich überall jetzt plus 6 dann drauf addiere, habe ich mich da jetzt nicht vertan? Das war's. Kinderleicht. Ja, okay. Nehmen wir den geheimen Ausgang unter die Lupe, Watson. Huch. Ja, dann gucken wir mal. Ja, Watson, du stehst im Weg. Da haben wir einen Hut. Das Schicksal meint es gut mit uns, Watson. Dieser Zylinder wurde ziemlich sicher von unserem mysteriösen Besucher zurückgelassen. Stellen Sie sich vor, wie es gewesen sein könnte. In seiner Eile verliert der Zigarrenraucher seinen Zylinder. Die Tür geht zu und der Zylinder bleibt stecken. Aus Angst, entdeckt zu werden, versucht er nicht, ihn zu nehmen, sondern macht sich stattdessen auf und davon. Wer würde so handeln, um eine Begegnung mit uns um jeden Preis zu vermeiden? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber eins ist sicher. Er hat den Vorteil, uns zu kennen. Wir müssen seine Identität herausfinden, damit wir mit ihm auf gleicher Augenhöhe sind. Und dieser Hut wird uns dabei helfen. Auf, zurück in die Baker Street. Okay. Ja, in die Baker Street. Aber können wir uns noch hier erstmal umgucken, was hier ist? Wie ist der hier bitte schön rausgekommen? Bei dem ganzen Müll? Und... Ja, umschalt links, ich weiß. Und können wir jetzt hier diese Geheimtür zumachen? Anscheinend auch nicht. Also ganz unauffällig. Hier ist alles offen und... Alles offen und wir haben hier gar nichts gemacht. Also wir haben nicht da am Sicherungskasten rumgespielt und auch nicht am Schrank Dann rumgespielt. Wollen wir mal hoffen, dass der Zylinder die Identität seines Besitzers preisgibt. Das wird er. Darauf können Sie sich verlassen. Ich muss Sie ausnahmsweise bitten, ohne mich zurechtzukommen, Holmes. Wie Sie meinen. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich sehe mir den Zylinder auf meinem Arbeitstisch genauer an. Ja, aber nicht mehr in dieser Folge, Sherlock, sondern erst in der nächsten. Und ich frage mich gerade, was Watson da so Dringendes zu tun hat. Vielleicht stattet er dem Bordell in Whitechapel mal wieder einen Besuch ab. Man weiß es nicht. Oder er geht mit Toby Gassi. Wer weiß. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.